So, grüß dich, ich bin's wieder, Enker Spangler Franz. Heint stellt sich die Frage, ob es kaputt reparieren oder neu kaufen. Es dreht sich um einen Kompressorschlauch, also einen Abroller. Ich habe ihn jetzt schon weggebaut, der ist bei mir an der Wand dran. Und den habe ich schon des Öfteren repariert, meistens ist da vorne kaputt gewesen. Aber diesmal pfeift er da innen drin aus. Der Roller funktioniert noch einwandfrei. Sollte ich jetzt den reparieren oder durch einen neuen ersetzen? Ein guter Bekannter, der hat gesagt, ja, er darf ihn reparieren. Was tue ich jetzt? Die Frage erübrigt sich. Das seht ihr schon als Achtel. Folgendes, ich habe ihn zerlegt. Haben wir nachgeschaut, der ist innen der Schlauch total porös. Ich muss halt den Schlauch auswechseln. War sogar ein Markengerät, Elektrobecum, war früher so mal eine gute Marke. Aber der Schlauch ist gerade jetzt nicht einmal mehr 5 Meter lang, weil ich ihn schon öfter gekürzt habe. War mir immer zu kurz. Ich habe immer was dranhängen müssen, weil der hat nie gelangt. Jetzt war dann die Spekulation, versuche ich das zum Auswechseln. Meistens bringe ich es dann aber nicht hin. Ist bei mir ganz gefährlich. Jetzt hat er mich für einen neuen entschieden. Und das zeige ich Ihnen jetzt. Das ist jetzt einer, da sind 20 Meter drauf. 2 Meter Anschlussschlauch. Ein guter Schlauch. Wenn man jetzt den zum Beispiel anschaut, der ist voll. Der ist voll dünner. Stabiler Schlauch. Mit Stopper. Muss sie leicht auszuzeigen. Stoppt, stoppt schön. Gut. Der hat mich jetzt €51 gekostet mit Versand. Jetzt wenn ich den reparieren möchte, brauche ich einen neuen Schlauch. Ich glaube mit den ganzen Sticker und was ich alles brauche, bin ich dann bestimmt 20, 25 Euro los. In meinen Augen, ich habe dann wieder alles drum und ich bringe auch dann keinen längeren Schlauch nicht rein. Mit 5 Meter ist dann wieder gar. Das war eigentlich der Hauptgrund dann. Im Endeffekt sparen wir vielleicht 30 Euro, habe einen Haufen Arbeit. Bringe dann eventuell gar nicht hin, weil wie gesagt, da bin ich ja ganz ein gefährlicher. Jetzt habe ich mich einfach für einen neuen entschieden. Ich hab lange gesucht im Internet, da möchte ich Ihnen gerade einen Tipp geben, kauft es nicht gleich, wenn ihr einen gefunden habt und meint, der ist günstig. Schaut es am nächsten Tag noch mehr ein, schaut es am übernächsten Tag noch mehr ein, weil jetzt macht ihr auf einmal Vorschläge, die wohl noch besser sind. Dasselbe Gerät kannst, also gut, vielleicht ein anderer Hersteller, aber dasselbe Ding mit 20 Meter Schlauch kannst du leicht über 100 Euro zahlen.
Und mir hat es immer günstiger nicht vorgeschlagen und dann mit dem Rabattcode, dann hat es mir noch einen Rabattcode, habe ich noch gefunden. Und dann habe ich 51 Euro oder sowas gezahlt, mit Versand. Und da mag ich ehrlich gesagt an den anderen nicht basteln. Weil es wird nichts Gescheites nicht mehr. Aber jetzt sage ich es eigentlich, wie man demontiert. Ich habe da selber noch nicht geschaut. Da muss noch was in der Schachtel sein. Schauen wir mal. Ja, da ist noch ein Halter. Dübel, Schrauben, alles dabei. Müsste passen. Das probieren wir jetzt einmal. Sag ich eigentlich, wo der Aldi war. Du hast sie wunderbar ausgezogen. Ich habe sie jetzt her montiert, weil ich finde, da ist es ein wenig handlicher, habe ich unten mehr Platz. Ich kann es dann leichter da umzogen. Hat einen wunderbaren Anschlussschlauch mit 2 Meter, der reicht dann darunter. Den habe ich jetzt da angesteckt. Vor kurzem habe ich erst da den Druckminderer erneuert. Da war es so, das hat sich jetzt zum Beispiel rentiert, dass ich das erneuert habe. Der Kompressor, mei, da zahlt man heim irgendwo zwischen 150 aufwärts. Und die Armatur, die habe ich im Internet gesucht, die hat 21 Euro mit Versand. Die habe ich ausgewechselt, die war kaputt, da war eigentlich nur so ein Sticker undicht. Dann schraufe ich den Sticker raus, dann ist mir schon das erste gerissen. Und so ist der hingegangen. Am Schluss ist mir fast die ganze Armatur herbrickelt. Jetzt habe ich es komplett erneuert, habe ich zufälligerweise im Internet genau die baugleiche gefunden. Und das hat sich rentiert zum Auswechseln. Aber jetzt mit der Schlauchtrommel. Da hätte man jetzt nicht viel gespart, da hätte man vielleicht im Endeffekt 25 Euro gespart. Im Höchstfall. Und das war es mir dann nicht wert, weil jetzt habe ich eine bessere Sache mit einem langen Schlauch. Und da war es wieder etwas anderes. Das hat sich rentiert zum Richten, weil da hätte ich mehr Geld einsetzen müssen und war relativ günstig.
das rentiert sich. Aber man muss bei jeder Sache überlegen, rentiert sich das oder rentiert sich das nicht. Ich kann voll herrichten, aber man muss sagen, wenn ich jetzt selbst Neues gekauft hätte, wäre es fast gescheiter gewesen. Und das muss man sich bei jeder Sache überlegen, die wo man sich herrichtet. Nicht einfach, ich muss jetzt das herrichten, weil das gehört ja so. Das ist irgendwann ein Fehler. Oberhalb spekulieren, da hat es sich super rentiert, der Schlauch hätte sich nicht rentiert. Jetzt habe ich einen neuen Schlauch, da habe ich jetzt meine Ruhe, an dem brauche ich nichts mehr tun. Und ja, weil das zeigt denkt sonst keiner. Das zeigt denkt nur der Spangler Franz.